Es ist wieder viel los auf der Hochschulkontaktbörse in Furtwangen. 81 Aussteller präsentieren ihre Unternehmen. Hier dreht sich alles um Kontakte für Jobs und Praktika. Auch wenn das nicht das Einzige ist, was die Studenten anlockt. Also in erster Linie natürlich, um Praktikumsplatz zu finden. Den habe ich allerdings schon hinter mir. Und jetzt heute war es eher, um ein bisschen auf Schnäppchenjagd zu gehen, mal gucken, was sie so anbieten. Kugelschreiber? Nee, Spaß. Also ist eigentlich hauptsächlich wegen den Firmen oder weil man weiß, dass zum Beispiel bestimmte Firmen hier sind und die will man dann näher kennenlernen, wie jetzt Burda oder Hugo Boss und so weiter. Also meine Motivation sind ganz besonders die Firmen, weil ich jetzt Praxisstelle und eine Thesestelle brauche. Ich bin wegen den Giveaways hier. Und davon gibt es zahlreiche. Die Unternehmen sind dabei durchaus kreativ. Aber zurück zum eigentlichen Zweck der Kontaktbörse. Wie profitieren die Unternehmen? Lohnt es sich für sie herzukommen? Ja, sehr. Also für uns ist es ja natürlich aus der Region die nächste und wichtigste Messe. Und wir haben da immer auch sehr gute und sehr gut qualifizierte Studenten herbekommen. Wie gehe ich auf die Unternehmen zu? Mit Anzug und Jackett? Muss ich die Bewerbungsmappe schon dabei haben? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, sich einfach mal zu informieren. Wir erwarten nicht, dass sich die Studenten schon mit einer kompletten Bewerbung bei uns an den Stand kommen. Wir sind ja auch hier, um über unser Unternehmen zu informieren und was wir anbieten können. Für uns ist der erste Kontakt wichtig, dass die Studenten Interesse zeigen, auch wirklich nachfragen, in welche Richtung sie gehen möchten, schon eine Vorstellung haben, aber sie brauchen keine komplette Bewerbung schon abgeben. Auch im nächsten Semester habt ihr wieder die Chance, interessante Unternehmen kennenzulernen. Es lohnt sich, auf jeden Fall vorbeizukommen.